einen Typen, der definitiv bei so einer Show mitmachen könnte. Das ist Andreas Bühl und den stellen wir Ihnen gleich vor. Und der hält von Castingshows so gar nichts. Hier ist der Montagmorgen bei Radio Euskirchen mit Johanna Tänzer. Schönen Start in die neue Woche wünsche ich. Hier ist der Montag bei Radio Euskirchen um 7:12. Gute Straßenmusiker sind für mich manchmal wie so ein Unplugged-Konzert auf der Straße für umsonst. Da sind ja manchmal richtig tolle Talente dabei. Auch hier bei uns in der Euskirchener Fußgängerzone verirrt sich ab und zu mal einer hin. Und ein ganz spezieller ist meinem Kollegen Norbert Jorp hier schon öfter aufgefallen, wenn er da nur mit seiner Gitarre und seiner einzigartigen Stimme auf der Neustraße stand und gesungen hat. Und deshalb hat er ihn einfach mal angesprochen. Norbert Jorp stellt ihn jetzt Andreas Bühl vor, der sich Euskirchen ganz bewusst ausgewählt hat. Wenn Andreas Bühl spielt und singt, merkt er gar nicht mehr, wie kalt es ist. Auch knapp über der 0-Grad-Grenze greift er auf seiner Gitarre noch Akkorde von Bob Dylan, Mando Diao oder den Beatles. In seinem aufgeklappten Gitarrenkoffer vor ihm liegen ein paar Euros, dazu 10 und 20 Cent Münzen. Die Euskirchener sind großzügig, sagt er, anders als die Kölner. Ich war schon in Köln, nur es bringt nichts. Also hier ist wirklich schon erfolgreicher. Klar, ich mache jetzt nicht Millionen Euro, aber also mein Essen kann ich auf jeden Fall schon mal von finanzieren. Und das muss er auch, denn nach seiner Schule und einem abgebrochenen Studium wurde er krank. Einen Beruf kann er zurzeit nicht ausüben. Wie viel er als Straßenmusiker verdient, will er nicht sagen. Am besten aber sei ein stetiger Strom von Passanten. Wenn zu viel los ist, ist das nicht gut fürs Geschäft. Die Menschen sind einfach viel zu hektisch. Es ist auch viel Gedränge und einfach zu viel. Das habe ich hier vor ein paar Wochen beim Knollenfest erlebt. Da habe ich mich auch hier hingestellt. Es hat eigentlich nichts gebracht. Sein großer Traum ist es, nach seiner Genesung hauptberuflich Musik machen zu können, nicht mehr auf der Straße. Eine Castingshow kommt für ihn aber nicht in Frage. Ich bin absolut dagegen. Also Castingshows ruinieren auch einen Großteil der Musiklandschaft. Lieber will er sich aus eigener Kraft zum Erfolg spielen und singen. Bei seinem Straßenpublikum kommt er jedenfalls gut an. Also ich wurde auch jetzt am Wochenende, wurde ich auch für einen Geburtstag engagiert. Und ich bin auch hier im Route 7 in der Wuvenstraße, bin ich im April aufgetreten. Das ist dann schon schön. Andreas Bühl, ein Straßenmusiker in und aus Euskirchen. Und wir drücken ihm natürlich die Daumen für seine Pläne.